Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr und Okitoki ist wieder live. Ich freue mich wieder, dass wir interaktiv heute unterwegs sind, mit euch hoffentlich wieder, mit Fragen stellen und Antworten. Und heute ist der Leo Gabriel bei uns zu Gast. Leo Gabriel hat in sein Gepäck heute ein wichtiges Thema. Da heißt es ja, wie man so sagt, immer die Sanktionen zwischen Ost und West und Russland und Europa, Amerika, wohin die Reise geht, wir werden es dann hören. Er war vor nicht so langer Zeit auch in Donbass gewesen. Bevor ich Leo Gabriel hier begrüße, möchte ich euch nochmal wieder hinweisen. Unser Telefon ist freigeschalten. Das österreichische Festnetztelefon mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich 720518819. Und die 7 findet ihr auch auf okidoc.com, die Telefonnummer. Und der Außenchat ist auch wie üblich geöffnet. Wenn ihr nicht reinkommt, oben rechts registrieren, Wunschname und E-Mail-Adresse und schon seid ihr mitten in der Sendung in Studio 1. Und dort werden wir die Fragen dementsprechend herrichten. Noch einen kurzen Hinweis für unsere eigene Sache. Der Kongress von der Freien Wissenschaft aus Saarbrücken von der Sabine Glocker, Hesper Verlag, ist mittlerweile im Archiv auffindbar. Im Monat Juni haben wir ihn reingesetzt. Und das Pfingstsymposium von Heini Staudinger findet ihr auch schon zum Nachhören in unserem OKitalk-Archiv, auch unter dem Monat Juni. So, und nun gehe ich mal rüber zu unserem Sendeplan. Und da steht ja auch einiges drin heute zum Thema Sanktionen Ost-West Donbass. Nach seiner soeben erfolgten Rückkehr aus Donbass, also jenen Teil der Ostukraine, der seit 2014 zum Zankapfel der Supermächte Russland und USA geworden ist und den Beginn eines neuen Kalten Krieges gebildet hat, hat der Wiener Journalist und Sozialanthroposoph-Brontosophologe Leo Gabriel eine weltweite Kampagne gegen die derzeit im Gang befindliche Wirtschaftskrise der USA gegen den Iran, Venezuela, Kuba und seit einigen Tagen auch Mexiko gestartet. Die Auftaktveranstaltung dazu wird am 27. Juni im Wiener Palais Eckstein stattfinden. Dabei soll, so Gabriel, die menschenverachtende Sanktionspolitik, die Donald Trump derzeit betreibt, als die Form eines weltumspannenden Terrorismus entlarvt werden. Denn während diese vorgibt, sich gegen die Machthaber autoritäre Regime zu wenden, fügt sie in Wirklichkeit den Bevölkerungen in den angegriffenen Ländern unermesslichen Leid zu. Auch die österreichische Regierung hat sich unter Verletzung der im Staatsvertrag festgeschriebene innerwährende Neutralität dieser Sanktionspolitik angeschlossen. Ja, er ist heute live bei uns zugeschaltet. Ich habe ihn damals noch am Skype kurz angesprochen. Da haben wir aus der Ukraine, wo er, denke ich, war im Donbass, diesen Sendetermin für heute festgelegt. Und ich freue mich, heute ist er da. Guten Abend, Leo Gabriel. Schön, dass du heute unser Gast wieder bist. Ja, guten Abend. Ja, danke für diese wunderbare Einleitung. Ja, Leo, du hast schon, also ich sag immer, in den Medien wird ja immer, gerade hier in Europa, ganz, ganz groß immer Sanktionen gegen Russland aufgebaut. Und man hat das Gefühl, dass Russland immer der böse Bub ist. Vielleicht ist das auch, vielleicht auch nicht. Meine Recherchen, wie ich einige Leute kenne aus Russland, sind unsere Medien ziemlich in der Berichterstattung am Übertreiben, dass man ein falsches Bild bekommen kann. Du warst ja vor Ort in Russland und in Donbass auch und ich bin gespannt. Ja, starten wir doch mal in das Thema herein. Vielleicht ist da ja was dran. Ich denke weniger, aber wir schauen mal, was du uns heute mitteilst. Ja, ich spreche jetzt unter dem Eindruck der Nachrichtenlage, wie es wohl alle schon mitbekommen haben, dass es eine unmittelbare Kriegsgefahr gibt, eine Kriegsgefahr, die sich
wie halt heute im Zeitalter der Globalisierung zu einem richtigen Weltkrieg ausweiten könnte, nämlich mit dem Iran. Das, was im Augenblick passiert in der Straße von Ormus, ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ist irgendwie, kommt mir der alte Spruch in den Kopf, der Krug so lange zum Brunnen, bis er... denn das Prinzip, wie die USA vorgegangen sind in den letzten Jahren, sagen wir es ja insbesondere seit dem Amtsantritt von Donald Trump, mit den Ländern umzugehen. Er sagt zwar America first, aber er meint damit auch, dass er die anderen zerstören will. Das ist etwas, was tief verankert ist in der Geschichte der Vereinigten Staaten, wenn wir noch ans 19. Jahrhundert denken, wo sie einen Krieg gegen Mexiko geführt haben und ein Drittel davon des Staatsgebietes sich sozusagen angeeignet haben. Und wenn wir daran denken, dass fast hinter jeder Präsidentschaft ein Krieg passiert ist, und dass Wirtschaftswissenschaftler behaupten, die USA könnten nicht leben ohne Krieg, weil die Waffenindustrie die sonst defizitäre Handelsbilanz etwas aufbessert. Alles diese sind Dinge, die die Welt heute bewegen. Aber wenn wir zurückgehen, wann hat diese Art von kalter Krieg, der jetzt zu einem heißen Krieg werden könnte, wann hat er begonnen und womit hat er begonnen? Und da ist diese kleine Region, die man als Donbass bezeichnet, sehr, sehr wichtig, ist zum Spielstein, der, wie du schon gesagt hast, der Supermächte geworden. Wobei, wenn man dort ist und mit den Leuten spricht und dann Interviews macht, auch mit den Verantwortlichen in den Regierungen der beiden Volksrepubliken, Donetsk und Lugansk heißen die, dass man schon den Eindruck bekommt, dass die Berichterstattung bei uns komplett falsch war oder noch immer falsch ist. Denn wenn man sich das aus dieser Perspektive, aus der Perspektive der Bevölkerung, die dort lebt und ihrer Meinung nach betrachtet, so ist es keineswegs so, dass Putin, wie es hier heißt, diese beiden Gebiete sich annektieren wollte und deshalb der Krieg dort ausgebrochen ist. Denn es hat im Jahr 2014, deshalb war ich auch dort, weil es jetzt der 5. Jahrestag ist, gewesen ist, der Geburt der Volksrepubliken von Donetsk und Lugansk. Also 2014 hat Putin vor dem Referendum, das damals abgehalten worden ist, klargestellt, es kommt auf keinen Fall in Frage, dass Russland hier sich diesen Teil von der Ukraine einverleiben würde, auch nicht, dass sie dort sozusagen eine Statthalter Regierung einsetzen würden, denn das ist nicht nur aus Respekt vor dem Völkerrecht passiert, das ja, wie man an der Krim vorher gesehen hat, sehr flexibel ausgelegt werden kann, sondern er hat das deshalb gemacht, weil er es sich wirtschaftlich nicht leisten konnte, einfach diese Region, die in einer sehr großen Krise war,
diese Region einfach zu übernehmen. Es sind ja oft wirtschaftliche Gründe hinter diesen politischen Vorgängen der Fall. In Wirklichkeit ist es so, dass es Spannungen gibt zwischen den Volksrepubliken und der Russischen Föderation. Das merkt man daran, dass wir zum Beispiel gar nicht, uns hat beinahe, wären wir gar nicht hineingekommen, und zwar deshalb, weil Russland, über das wir gehen mussten, weil von der Westukraine einfach keine Erlaubnis erteilt worden sind, Journalisten und anderen, mussten wir also über Russland einreisen, und da haben die Russen zunächst einmal unseren Visumantrag abgelehnt. Wir sind eine Delegation von etwa neun Österreicherinnen und Österreichern gewesen, weil sie gesagt haben, sie anerkennen, also Russland anerkennt die unabhängigen Volksrepubliken von Donetsk und Lugansk, anerkennen sie nicht, und sie können nicht die Einreise über ein Territorium garantieren, das dann letzten Endes in ein Gebiet führt, in eine Art Niemandsland für sie, also mit dem sie politisch und offiziell nichts zu tun haben. Es war nur einem sehr komplizierten politischen Entscheidungsprozess. Letztendlich ist es bis hinauf zum russischen Außenministerbüro gegangen, das dann uns doch die Erlaubnis gegeben worden, von der einen von Russland auf über Rostow einzureisen. Auf der anderen Seite haben wir auch bemerkt, dass natürlich die Kultur dieser Menschen, die dort leben, sehr, sehr traditionell von Russland bestimmt ist. Nicht so sehr, wenn man darf nicht immer nur Russland und Putin gleichsetzen, sondern da hat es historische Querverbindungen gegeben. Wir kennen doch auch hier die sogenannten Don-Kosaken, die so wunderschöne Chöre hier haben. Und ich weiß nicht, ob ich das kann. Hier habe ich so eine kleine Schatulle, die man mir als Gastgeschenk gegeben hat. Und wenn man die aufmacht, dann passiert Folgendes. Eine kleine Kostprobe gewesen, damit mitbekommen, dass, weiß ich, in der Musik diese russische Melancholie und so weiter hat sich natürlich übertragen. Alle Leute sprechen Russisch, wie im Übrigen in der Westukraine auch. Nur hat man dann irgendwelche Gesetze in der Westukraine verabschiedet, wo man sagte, es darf nicht Russisch als offizielle Sprache gelten, sondern es muss das Ukrainische gelten. Also so eine Art künstlich hochgesteigerter Nationalismus ist da propagiert worden im Westen, während im Osten sieht man, dass die Ukraine ja eigentlich immer schon zu diesem russischen Bereich gehört hat, wie eben andere Länder der ehemaligen Sowjetunion auch. Und da fragt man sich schon, warum gestattet der Westen nicht
dass sich die Bevölkerung vor Ort selbst entscheidet, sondern sperrt alles ab, schickt und unterstützt auch mit Mitteln der Europäischen Union die ukrainische Armee, um gegen die Bevölkerung, die 2014 eben dann einen Aufstand gemacht hat, nicht nur in Donetsk und Lugansk, sondern das sind auch andere Städte gewesen, aber die waren zu schwach, die haben ihn sozusagen besiegt worden, dann die Bewegungen von den von der ukrainischen Armee, aber in diesen beiden Städten und Gegenden ist es tatsächlich so gewesen, dass sie sich durchgesetzt haben und diese unabhängigen Republiken gegründet haben. Und das war, ich war damals schon während des Krieges einmal in der Region und das war ein ganz, ein fürchterliches Gemetzel. Insgesamt, was man bei uns ja nicht mitbekommen hat, hat es etwa 10.000 Tote gegeben. Mehr noch in Lugansk als in Donetsk sieht man noch die Spuren des Wütens der beiden Kräfte. Da habe ich mich sehr interessiert darum, weil es immer heißt, ja, in Wirklichkeit waren es ja die russischen Soldaten, die sich als Freischärler ausgegeben haben. Wie viel der Anteil war von der Bevölkerung, die sich in Milizen organisiert haben zunächst und dann zu einer regulären, heute ist es eine reguläre Armee, geworden sind. Und wie viel der Anteil an, sagen wir, Ausländern, wobei es nicht nur Russen gegeben hat, die da gekämpft haben, sondern es waren auch Armenier aus verschiedensten Teilen der ehemaligen Sowjetunion. Das Kräfteverhältnis war etwa 80 zu 20. Also 80 war die Bevölkerung, die ja weniger mit Waffen, sondern eher haben die unterstützt, indem sie eben Lebensmittel zur Verfügung gestellt hat für die Kämpfer. Und es hat sich dann mit der Zeit die haben sich die Fronten derartig festgefahren, die ukrainische Armee ist ins Hintertreffen gekommen, dass dann im Rahmen einer großen Konferenz, die in Minsk, der Hauptstadt von Weißrussland, stattgefunden hat, das sogenannte Minsker Abkommen geschlossen haben. Das war so 2016. Und da ist es tatsächlich zu einem Art von Waffenstillstand gekommen, der sich allerdings nur auf das Zentrum der großen Städte bezogen hat in der Praxis und es wird weiterhin, gibt es Frontlinien und weiterhin sterben Menschen da hier. Das ist, das sieht man an, dass den Leuten auch, dass sie sehr besorgt sind, weil ihre Söhne oft im Einsatz sind und niemand weiß, ob sie lebend da wieder rauskommen können. Aber es hat etwas gebracht, dieses Abkommen, eine Reduzierung der Gewalt von beiden Seiten. Nur ist das Abkommen nie vollständig durchgesetzt worden, weil in der Westukraine die Nationalisten, manche bezeichnen sie auch Faschisten, die Nationalisten die Oberhand gehabt haben und der Präsident Poroschenko, der fast die ganze Zeit seit
2014 dort regiert hat, sich diese faschistoide Ideologie zum eigen gemacht hat, und es sind schwarze Listen erstellt worden, und jeder, der sich sozusagen für den Frieden und die Einhaltung des Minsker Abkommens stark gemacht hat, ist der Gefahr gelaufen, zumindest ins Gefängnis gesteckt zu werden. Also das gibt es dann schon sehr, sehr gewalttätige Maßnahmen, denen die Bevölkerung fürchten mussten. Davon ist in den Städten selber heute weniger zu spüren. Die Bevölkerung versucht sozusagen einen lokalen Aufbau, der in Donetsk weitgehend gelungen ist. In Lugansk ist noch immer so eine halbe Ruinenstadt, aber die Leute sind guten Mutes, ganz besonders, weil ja jetzt Wahlen stattgefunden haben in der Westukraine oder in der Ukraine überhaupt, und ein neuer Präsident, der Selenskyj, hat den Poroschenko abgelöst, und da gibt es jetzt die Hoffnung, dass der neue Präsident, das ist ein Komiker, ein Schauspieler, der einmal in einem Theaterstück gesagt hat, vorgeführt hat, was wäre, wenn ich Präsident wäre, und so hat es angefangen, und dann wurde er tatsächlich zum Präsidenten gewählt. Also der hat während seines Wahlkampfes schon gesagt, dass er sehr auf der Einhaltung des Minsker Abkommens bestehen würde. Also von dieser Seite her gibt es Hoffnung auf eine Entspannung des Konflikts. Nur darf man nicht unterschätzen, dass ja der Konflikt, der örtliche, lokale, von dem ich jetzt berichtet habe, dass der ja eingebettet ist in ein transnationales, interkontinentales, globales Machtspiel der Großmächte. Und da kann man schon feststellen, dass die USA nach wie vor am Drücker sitzen und ihre Mittel, ebenso wie in anderen Regionen, die Gebiete, gegen die sie sind, ob das jetzt Venezuela, Irak, Iran oder wo es auch immer ist, ganz besonders unter dem Präsidenten, sind sie für eine Verschärfung der Sanktionen. Das heißt, man will der Bevölkerung die Lebensgrundlage entziehen in der meiner Ansicht nach völlig irrsinnigen und falschen Hoffnung, auch für sie falsch, Hoffnung, dass sich die Bevölkerung dann erheben wird gegen die von Russland angeblich gesteuerten Machthaber. Aber oder die eben Maduro in Venezuela und die Mullahs im Iran nicht bedenkend, dass durch solche Druckmaßnahmen genau der gegenteilige Effekt erzielt wird, dass nämlich die Bevölkerung sehr wohl weiß, dass das Übel aus dem Westen kommt und daher mehr noch, als es vielleicht ursprünglich waren, sie sich irgendjemanden annähern, von dem sie auch einen ökonomischen Vorteil schaffen kann, erwarten kann. Und das ist eben in dem Fall Russland. Russland
befindet sich im Augenblick in einer Allianzsituation, kann man sagen, mit China. Und das sind schon Kräfte, die da hier einen Einfluss haben innerhalb dieser Region. Und so geht es also hin und her mit den Auseinandersetzungen, Sanktionen gegen die Bevölkerung in der irrigen Hoffnung von Donald Trump, dass sich die Bevölkerung ihm dann an den Hals werfen würde. Jetzt lassen wir es einmal da und jetzt fragen, ob es noch irgendwie einige Fragen gibt. In dein Mikrofon. Dankeschön, Leo. Ja, wenn ich das mal so sitzen wirken lasse, bekommt man ja erstmal in den großen Medien nicht in dieser Form hinzu. Die Amerikaner, Sanktionen, auch Europa, Deutschland, Österreich, Sanktionen gegen Russland. Die Allianz natürlich, Russland, China. Ich habe im Mai ein Posting vor mir, Trump. Ich werde gedrängt, Krieg zu führen, von der Schweizer Morgenpost. Ist 22. Mai herausgekommen. Dann hört man jetzt Iran, ein Säbelrasseln, ein Tanker wurde angeblich angegriffen, wurde aber auch mit unterschiedlichen Quellen betitelt. Einmal hieß es, er wurde angegriffen von einem kleinen Schlauchboot aus an, was ich hörte, aber es sei wohl irgendwas anderes gewesen. Ich kenne die genauen Informationen nicht. Auf jeden Fall ist da wohl ein Vorfall gewesen. Dass man einen kulturellen Krieg, so sehe ich das, zwischen Ost und West der Ukraine. Der Osten scheint, so wie ich verstanden habe, russisch zu sein. Moment, ich habe es mir notiert. Genau, der Osten russisch und der Westen halt sind halt die ukrainischen, die ukrainische Kultur. So sagen wir mal. Darf ich kurz unterbrechen? Nicht nur die Ukraine als solches ist ja historisch gesehen ein Vielvölkerstaat. Da haben wir Österreicher sogar in den Zeiten der Monarchie einen großen Fuß drinnen gehabt. Lemberg ganz besonders im äußersten Westen von der Ukraine, und dann gab es auch zu früheren Zeiten schon die Schweden, und zu späteren Zeiten sind dann die Deutschen gekommen und dann eben im Zuge des Zweiten Weltkrieges große Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Sowjetunion, wo die Sowjetunion dann den Sieg davon getragen hat, aber in ihrer Komposition sind es eigentlich viele verschiedene Völker. Man darf ja auch nicht vergessen, die Sowjetunion ist ja auch nicht nur Russland gewesen, sondern das war Zentralasien, das waren also verschiedene kulturelle Umfelder, die sich in irgendeiner Weise auch in der Ukraine wiedergespiegelt haben. Ja. Das ist Multikulti und das kann ich sehr gut verstehen. Jetzt haben wir aber einen Machtkampf. Russland wird ja im Endeffekt, so wie auch der Iran, komplett eingeschlossen von der Großmacht der USA. Und es geht ja auch ums Geld, wie wir heute auch schon von dir gehört haben. Wirtschaftsmacht und Wirtschaftslobbyismus, der ja dahinter steckt. Und wenn ich an Russland denke, da hat es ja auch mit einer goldgedeckten Währung, US-Dollar, der ja auch nicht mehr wirklich anerkannt wird. Ich frage mich, Leo, wieso schürt man denn so, ja, man kann ja schon sagen, Lügenmedien hier in Europa. Und du bist mit Mut und reist in so einem Land und du hast ja schon so vieles auch gemacht. Auch in Syrien warst du ja auch und in anderen Ländern und hast auch dort in deiner Arbeit interveniert, wie du konntest. Wie siehst du denn die Landschaft auch vor allem
ja, Sanktionen, vor allem Ost-West, und warum wird nicht die Klarheit gesprochen? Wenn ich im Internet schaue, Leo, und sehe in der Hauptstadt in der Ukraine, in Tiflis, glaube ich, ist das richtig? Nein, Kiew. Kiew, Entschuldigung, dann danke für die Verbesserung. Da habe ich gesehen, wie halt ein ganzes Haus angezündet worden ist, wo Menschen drin waren, und die rausgekommen sind, hat man einfach umgebracht. Und da hat man in den Medien zum Glück auch bildlich nichts gesehen, aber auch überhaupt keine Berichte gehört. Und wenn man sich für einen Frieden einsetzt und dann so scharf dagegen vorgeht für Friedensaktivisten, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jedoch sind dort andere menschliche Strukturen und lobbyistische Gedanken, dass man dann dementsprechend so eine Art Kriegsführung durchsetzt. Ja, die Kriegsführung in diesen Gegenden ist, und das nicht nur in der Ukraine, überall ist sie ganz besonders hart. Da geht es also um Tod oder Leben in jeder Sekunde. Das ist auch teilweise der Grund, warum wir so wenig Berichte von vor Ort bekommen, weil während die Kampfhandlungen vor sich gehen, wäre es ein Wahnsinn, wenn man sozusagen als unabhängiger Journalist da durch die Gegend spaziert. Da wird man sicherlich bald innerhalb kürzester Zeit das Zeitliche segnen. In der Ostukraine ist es sogar so weit gekommen, dass noch vor 6 Monaten, ich weiß nicht, ob man das überhaupt hier mitbekommen hat, der Präsident der Unabhängigen Volksrepublik von Donetsk mit Namen Sachatschenko ist in ein Kaffeehaus gegangen, wo er immer hingegangen ist, und dort ist eine Bombe losgegangen und er ist umgekommen bei diesem Attentat. Kann man sich ausrechnen, wer das verursacht hat. Also es wird nicht lange gefackelt, sondern beide Seiten sind eigentlich relativ hart. Aber noch etwas zur Medienlandschaft gesagt, weil heute scheint es so zu sein, als würden wir in jedem Moment gleich mitbekommen, was irgendwo vor Ort passiert. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt zwar Versionen, die je nach politischer Orientierung und je nach Eigentum der jeweiligen Medieninhaber oder politischen Überzeugung der Medieninhaber einmal so oder so laufen, aber so richtig unabhängige Informantinnen und Informanten vor Ort gibt es relativ wenig. Und wenn sie vor Ort sind, muss man sich irgendwie anschließen einer der bewaffneten Gruppierungen, weil sonst überlebt man nicht lange. Das ist die objektive Realität. Aber das war jetzt nur ein Exkurs zu den Medien. Ich habe jetzt die Frage vergessen, die du zum Schluss gestellt hast. Ja, es passt schon. Wie kann man den Journalismus, wie empfindest du den denn momentan von Deutschland oder auch Europa, vor allem Deutschland, Österreich, wie siehst du diese Berichterstattung? Ich finde, es wird einfach nur, jetzt schon kalter Krieg medienmäßig geführt gegen Russland. Und der Putin ist ja der Böse. Findest du, dass die Medien denn hier in Deutschland, Österreich eine gute journalistische Aufgabe erfüllen? Von meinem Gefühl her, denke ich, wird einseitig lobbyistisch berichtet. Ich möchte da ein bisschen meine Journalistenkolleginnen und Kollegen ein bisschen verteidigen. Wenn die in einer Redaktion sitzen, weiß ich, bei uns beim ORF oder in einem anderen Medium, dann müssen die
Ja, die müssen sehr hart arbeiten. Also die können sich nicht lange damit aufhalten, dass sie irgendwie eigens nachrecherchieren, ob das jetzt stimmt oder ob es nicht stimmt. Sie geben einfach wieder, was sie von den Agenturen übernommen wird. Fernsehagenturen und die noch dazu mit einigem Bildmaterial arbeiten. Aber die Agenturen, das ist das Problem, sind, wie ich aus eigener Jahre- und jahrzehntelanger Erfahrung weiß, die Agenturen, die sind gesteuert. Ich kann mich noch genau erinnern, im Konflikt von Zentralamerika in den 80er Jahren haben mir plötzlich die Kameraleute gesagt, ganz besonders die mit den Amerikanischen, die ja dort den Ausschlag geben, die Agenturen zusammenarbeiten. Jetzt kommt er. Sag ich, ja, wer kommt? Naja, der Chef, du verstehst schon. Ach so, Redaktionschef oder irgendwie. Nein, nein, das ist der Mann von der CIA, der kommt und sagt, was die Linie ist. Und diese Linie wird dann natürlich strikt eingehalten von den Kameraleuten und auch den sonstigen Journalisten, weil sonst würden sie ihren Job verlieren. Ich habe einmal ganz am Anfang bei der Entstehung von CNN war ich der erste Korrespondent von CNN in Nicaragua. Das war so ziemlich Anfang der 80er Jahre, wie CNN begonnen haben. Und nachdem ich ja schon gewusst habe, wie der Hase läuft, habe ich gesagt, ja, ich arbeite gerne für euch, aber ich stelle eine Bedingung, dass ich selbst den Text machen kann, zu den Bildern, die wir aufnehmen. Ich habe mit einem Kameramann zusammengearbeitet. Und da haben sie zunächst einmal ja gesagt. Und dann habe ich bemerkt, dass sie von der Tendenz her alles umgedreht haben. Sie haben es nicht meinen Text übernommen, sondern sogar das Gegenteil von dem über die gleichen Bilder, die ich ihnen geschickt habe, gesagt, so funktioniert das und so funktioniert heutzutage Berichterstattung in der Welt, und das ist auch der Grund, warum auch die Medien ein militärisches Instrument sind. Also es gibt einen Propagandakrieg, der das übrige Geschehen begleitet. Es ist nicht durch Zufall, dass jetzt also diese Bootsgeschichte von der Landenge von Ormuz in aller Munde ist, weil das ist, und da ist der Westen groß und stark, dass sie das weiter vertreiben können, während was da die iranische Version ist, das sagt man vielleicht in einem Nebensatz, ja. Der iranische Außenminister hat das abgestritten. Das ist dann kurz, aber so, dass es im Gesamtbild erscheint. Naja, der hat ja, der muss das ja abstreiten. In Wirklichkeit ist ja das, worüber wir diese genauen Fotos von dem Boot und so weiter bekommen haben. Und niemand hinterfragt, ob nicht dieses Boot vielleicht gestellt gewesen ist. Also so läuft das Ganze in der medialen Berichterstattung.
Ja, umso wichtiger ist, dass man freie Journalisten nach wie vor hat und das auch mehr pflegt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung der neuen Zeit, wenn man an die Datenschutzverordnung denkt, wo man einen freien Journalismus ja auch in Europa nicht mehr haben darf und möchte in der Form. Ja, ich habe bei vielen, auch jetzt wiederum, wie ich dahin gefahren bin, ich habe überall angeklopft und habe gesagt, ich fahre dorthin, ist ja schließlich unendlich, gibt es ja nicht jeden Tag einen. Und jetzt hast du einen Aussetzer, jeden Tag einen? Es passiert ja nicht jeden Tag, dass ein österreichischer Journalist in den Donbass fährt. Und da habe ich angeboten, für die Medien in Österreich zu berichten. Das ist dankend abgelehnt worden. Ja, machst du kurz dein Mikrofon zu? Ja, danke schön. Es war doch vor nicht so langer Zeit, wo unsere Regierungspartei noch Regierung hier in Österreich war, die schwarz-blaue Regierung, wo die Frau Kneißl ja das Außenministerium besetzt hat. Da war ja der Wladimir Putin, soweit ich weiß, in der Steiermark war das. Und dort wurde die Frage gestellt, wo das österreichische Militär zusteht. Und was wurde gesagt? Zu Russland. So, jetzt haben wir eine Nichtregierung eigentlich bei uns in Österreich, es passieren Gesetzesentwürfe und dann liest man plötzlich, dass man das Militär zu Amerika sich bekennt. Hast du davon gehört? Ja, das ist in der Vergangenheit immer wieder der Fall gewesen. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, über Venezuela, wie sich dieser selbsternannte Oppositionspräsident Juan Guaido bemerkbar gemacht hat, bin ich in eine Veranstaltung gegangen, wo die Chefin der Amerika-Abteilung, also Nord- und Südamerika vom österreichischen Außenministerium, einen Vortrag über Venezuela gehalten haben, und ich habe geglaubt, ich traue meinen Ohren nicht, denn sie hat gesagt, Venezuela hat keinen Präsidenten und deshalb wird Juan Guaido anerkannt. Und das, obwohl 3 Stunden zuvor die österreichische Außenministerin Kneißl in völligem Recht, also in Kenntnis der Usancen und der Gesetzeslage und des Völkerrechts und so weiter, schon gesagt hat, Österreich kann keine Regierung anerkennen, sondern Österreich anerkennt nur Staaten. Wenn ein neuer Staat entsteht, zum Beispiel die Volksrepublik in der Donetsk, dann kann man die anerkennen oder nicht anerkennen. Aber einen Präsidenten, der sich selber ausruft, den kann man nicht anerkennen. Der damalige Bundeskanzler Kurz ist ihr sozusagen über den Mund gefahren und hat gesagt, nein, wir teilen die Politik der USA und wir anerkennen diesen Juan Guaido. Österreich unter dieser Regierung, dieser letzten Regierung, von der neuen weiß man ja noch nichts, unter dieser letzten Regierung hat 100%ig die US-amerikanische Linie vertreten. Leo, ich denke, wir machen eine Musikpause. Wir haben 45 Minuten fast herum, so würde ich sagen. Und machen wir eine kurze Pause, einverstanden? Okay. Ja, und dann gehen wir in den zweiten Teil des heutigen Abends. Hast du schon eine Reise, die uns die Sendung heute Abend begleitet, in den zweiten Teil?
Eine Reise? Die Reise des Themas, meine ich, Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, über das, was wir als Friedensinitiative entwickeln, nämlich die internationale Kampagne gegen die Sanktionen. Das ist sozusagen ein anderes Kapitel. Wunderbar, dann würde ich sagen, steigen wir gleich wieder ein und jetzt auf dem Plattenteller habe ich Guns N' Roses und Sweet Child of Mine's Piano und bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück hier auf OkiTalk. Zu Gast heute Leo Gabriel. Und es geht heute um ein Thema Sanktionen Ost-West und Donbass, Ukraine. Wir haben jetzt einige schon gehört, auch vom journalistischer Seite aus, wie Journalismus funktioniert oder auch nicht funktioniert. Was ist die Situation vor Ort? Leo Gabriel war vor Ort direkt. Wir wollen jetzt in den zweiten Teil gehen und da geht es um die Friedensinitiativen. Wie können wir mit den Sanktionen umgehen, Leo? Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Um da richtig zu verstehen, was im Augenblick los ist auf dieser Ebene der Supermächte, muss man bisschen zurückgreifen, dass die Amerikaner haben sich, flops gesagt, die US-Amerikaner haben sich blutige Köpfe geholt in Vietnam seinerzeit, aber auch im Irak mit ihrem Versuch unter wiederum Vorspiegelung falscher Tatsachen, wie etwa, dass der Saddam Hussein von Irak Massenvernichtungswaffen gehabt hätte und so weiter, haben sie die direkte militärische Intervention gewagt, aber haben sowohl Vietnam als auch im Irak haben sie das, was sie versprochen haben, nämlich groß herausbesaunt, Demokratisierung, genau das Gegenteil war dort der Fall. Und wenn man sich heute Libyen anschaut, so ist das ein totales Chaos, wo mafiöse Banden das Sagen haben, also von Demokratie ist, da kann da keine Rolle spielen. Außerdem macht es sich schlecht für jeden, der Präsidenten, der gewählt werden will oder wiedergewählt werden, will so einfach die Särge zu kommandieren mit den amerikanischen Soldaten, die irgendwo auf der Welt umkommen und die Bevölkerung weiß nicht richtig, wofür sie eigentlich gestorben sind. Deshalb haben sie sich etwas anderes überlegt. Und zwar, das ist eine historische Wende, glaube ich, die sich mit Donald Trump jetzt vollzogen hat. Das ist die Wirtschaft als Mittel der Kriegführung einzusetzen, indem man die Bevölkerung ganz einfach aushungert in dem irrigen Glauben, dass sie sich dann gegen den Feind, im Fall vom Iran sind das die Mullahs, im Fall von der Ukraine, Russland ist es für Putin, und also dass man wirtschaftliche Sanktionen einführt, auch sogar ein was die Nordkorea-Politik betrifft, ist es ja auch, es geht immer wieder um die Wirtschaft. Sanktionen, die derzeit sehr stark forciert wird. Ich habe einen Vortrag vor einer Konferenz der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau gehalten und da hat nachdem ich selbst ja kein Wirtschaftswissenschaftler bin, konnte ich wenig
sagen. Ich habe schon mitbekommen, dass die russischen Wissenschaftler meinen, dass die Krise, die Wirtschaftskrise in Russland selber schon überwunden wäre. Aber dass es eben unerhört wäre, wie dieses Regime in den USA herumfuhrwerkt in anderen Ländern wie in Venezuela, wie in Kuba, Iran und so weiter und so fort. Dass man diesen Wirtschaftskrieg, der Ausdruck ist ja relativ jung, dieser Wirtschaftskrieg, nämlich der tatsächlich eine Art von Militarisierung oder sagen wir so, Verwendung des wirtschaftlichen Drucks auf die Bevölkerung als Mittel der Kriegführung und der Drohung von militärischer Intervention. Wenn man das betrachtet, das ist ja gegen jedes Völkerrecht und auch es gibt ganz konkrete Verbote diesbezüglich, die innerhalb der Vereinten Nationen bestehen, dass man so etwas eben nicht machen darf, weil das gegen die international verbrieften Menschenrechte. Denn tatsächlich erwischt es dann immer die Falschen, weil ein Präsident oder ein Machthaber in einem Land, wenn der auch noch so korrupt ist, der wird immer wieder Wege finden, sich da hier seine Konten zu verschieben. Also den trifft man nicht, sondern wer getroffen wird, ist dann die Bevölkerung. Und das hat, ich bin ja Mitglied des Weltsozialforums, das von Beginn an dieses ursprünglich in Brasilien zustande gekommenen Treffpunktes alle 2 Jahre von sozialen Bewegungen, von Menschenrechtsorganisationen, von ökologischen Bewegungen und. Auch im Rahmen der Zivilgesellschaft haben wir jetzt mit einer Kampagne begonnen, die zu unserem großen Erstaunen, das ist eher eine Ausnahme, mit der Unterstützung jetzt der von den Sanktionen betroffenen Regierungen zustande kommt. Ich erwähne ein jüngstes Beispiel, das ist Mexiko. Dort ist es so, dass aufgrund der wirtschaftlich katastrophalen Situation in Zentralamerika, dadurch, dass sich die Gewalt dort ausgebreitet hat über Drogenbanden und sonstigen mafiösen Organisationen, die Leute wirklich nicht mehr überleben können und das Weite suchen. Und das Weite ist ziemlich weit für sie, nämlich Mexiko zu durchqueren, um in die USA letztendlich zu kommen. Und was wiederum Trump nicht recht ist, der ja angetreten ist schon seit seinem Wahlkampf, dass er diese grausliche Mauer da hier zwischen Mexiko und den USA bauen will und die Mexikaner sollten noch dafür bezahlen. Und jetzt kommen halt, wie er sagt, die Horden von Flüchtlingen aus Zentralamerika, aber auch aus der Karibik, zum Beispiel aus Kuba oder Haiti, kommen die und drücken von Süden her auf die US-amerikanische Grenze. Und da hat Trump ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, so, wenn ihr das nicht sofort einstellt, wenn ihr nicht eure Militärs mobilisiert, mexikanische Militärs mobilisiert,
um gründlich aufzuräumen mit den Flüchtlingen. Wir wissen ja in Europa, was das bedeutet. Die Sperrung der Balkanroute war so eine Geschichte. Oder dass jetzt das Mittelmeer bald, dass man nur mehr ertrinken kann dort. Das sind alles die Effekte davon. Hat er dem Mexiko gedroht, dass er für alle Produkte mit 5% beginnt er, bis 20-25% soll das steigen, mexikanischen Produkte auf dem US-Markt Zölle erheben wird. Das ist eine Kriegserklärung, weil die mexikanische Wirtschaft ja zum Großteil abhängig ist von den Exportationen, von Exporten in die USA. Und da ist nun auch die mexikanische Regierung, die neue, so eine linksliberale Regierung von Manuel López Obrador, ist sie auch auf drauf und dran, diese Kampagne zu unterstützen. Und es findet in Wien eine erste Veranstaltung, wo hauptsächlich also Experten, Wirtschaftswissenschaftler von nah und fern, aber auch Diplomaten aus aller Welt eingeladen sind, um im Palais Epstein gegen die Sanktionen ihre Stimme zu erheben. Das findet am 27. Juni, also demnächst, hier diese Kick-Off statt. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, denn wenn wir uns die Situation mit dem Iran anschauen, ist ja, wie ich am Anfang gesagt habe, die Situation wirklich gefährlich. Und auch da gibt es, ist etwas in Bewegung gekommen. Vielleicht nicht in Österreich. Österreich ist immer so ein bisschen, wie soll man sagen, lahmarschig, sagt man bei uns in Wien. Während in Deutschland zum Beispiel die Friedensbewegung viel stärker und kräftiger ist. Und da findet also eine große gesamteuropäische Demonstration am 29. Juni in Ramstein. Ramstein ist der Ort, wo die US-Armee ihre Stützpunkte hat in Deutschland. Und da wird es sicherlich eine große Anzahl vieler Menschen geben, die sich dem widersetzen. Nebenbei gesagt, das sind ja alles nicht Zufälle, die da passieren in Ormus. Ist schon vergangene Woche von den Beobachtern hierzulande festgestellt worden, dass heimlich still und leise, das muss eigentlich schon die neue Regierung gemacht haben, der Überflug durch US-amerikanische Luftwaffe von Österreich garantiert wird, obwohl das dem Neutralitätsstatus von Österreich widerspricht. Und sonstige Transport von Kriegsmaterial und so weiter, die in Richtung Mittleren Osten. Also soweit auch wiederum zu der österreichischen Situation, die bei diesem Spiel Teil, kann man sagen, der USA ist, insofern es um globale Kriegsführung es sich handelt. Und da ist es notwendig, dass wir uns irgendwie zusammentun und zumindest unsere Stimme erheben, damit wir nicht unsere
Kinder und Kindeskinder irgendwann einmal sagen, Papa, was hast du gemacht damals, wie der Dritte Weltkrieg begonnen hat? Wir haben schon eine Verantwortung dafür, auch etwas zu tun. Leo, wir sprechen heute schon von, also Menschen sprechen heute schon von dem Dritten Weltkrieg. Wir sehen, die Welt ist kompliziert, so sag ich mal. Jedoch sage ich auch, in der Einfachheit ist oft die Lösung. Jedoch denke ich, dass der Lobbyismus, das Geld, die Macht immer wieder das Sagen hat, was auch jenseits vom gesunden Menschenverstand entfernt ist. Denn lösen könnte man vieles. Hat es wirklich mit unseren Machthabern die Abhängigkeit des Geldes zu tun? Mal diese Frage möchte ich dir mal stellen. Natürlich. Ich bin gestern so zufällig in diesem warmen Wetter bin ich durch den ersten Bezirk gegangen in Wien und habe gesehen, und ich bin ja schon alt genug, um mich erinnern zu können, wie das war vor 40, 50 Jahren, dass sich da einiges geändert hat. Was sich geändert hat, ist, dass diese, sagen wir, kleinen Handelsbetriebe, nicht nur die ganz kleinen Kreisler, sondern auch die Kunsthandwerk und das, was Menschen eben herstellen, im ersten Bezirk keinen Platz mehr hat. Denn dort haben nur große Firmen wie Gucci, wie Siemens, jedes einzelne Geschäft, Breitling und so, gehört zu irgendeinem internationalen Konzern. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit bereits in Geiselhaft von dieser zentralistischen Wirtschaftsstruktur. Und da ist es ganz egal, ob das jetzt die Rechte ist oder die Sozialdemokratie oder wer auch immer. Ich habe natürlich mich gefreut zu sehen, wie bei den Europawahlen der sozialdemokratische Spitzenkandidat zu seinem Slogan gemacht hat, Menschen statt Konzerne. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wo sind denn die, nur um bei der Partei zu bleiben, die sozialdemokratischen Spitzenfunktionäre von gestern? Gusenbauer und jetzt Kern einem, das sind ja alles, die sind ja alle in die, von dieser transnationalen Struktur aufgesogen worden. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit gar kein unabhängiges Land. Und wie man gesehen hat, braucht man sich keinen Illusionen hinzugeben, dass die Nationalisten bei uns, die sich so als Heimat bezogen und Österreich Austria First gebärden, das, was die in Wirklichkeit vorhaben, ist auch sich selber diese Konzerne irgendwie da einzukaufen, sei es auch mit russischen angeblichen Oligarchentöchtern. Es sind alle irgendwie betroffen davon, und da müsste einmal ein grundsätzlicher Wandel passieren, um die wirtschaftliche Abhängigkeit von dieser Struktur der transnationalen Konzerne, die natürlich, wo die USA ein Schwergewicht sind, zu ersetzen. Wodurch zu übersetzen, das ist eine große, komplizierte Frage.
Absolut. Ich war ja am vergangenen Wochenende beim Heini-Staudinger Pfingst-Symposium und dort hat man festgestellt, es geht jetzt mal kurz ein Abschweifer, aber es gehört, denke ich, zum Thema dazu. Es geht um die Landwirte. Du hast den ersten Bezirk der Geschäfte angesprochen. Wir haben in Österreich insgesamt 23% Biobauern noch betont. Und davon ist 20% Biobauern im Waldviertel. 3% im Rest von Österreich verteilt. Sagt ja auch eine Menge aus. Die kleinen Geschäfte sollen gefördert werden. Und da setzt sich auch der Heini Staudinger mit unter anderem ein, was ich auch sehr befürworte. Es geht nur weiter mit Nahversorgung, lokales Wirtschaftsstärkung und das Ganze. Das hat er ja gut vorgelebt. Und da haben wir wirklich ein Defizit in Österreich. Ja, man darf vielleicht sagen, das Volk wurde verkauft. Möglicherweise ist der Satz richtig. Ja, nein, ich bin ganz weg, das habe ich nicht gewusst, dass es diese sozusagen der Versuch, eine Alternative zu konstruieren auf einem so konzentrierten Territorium wie dem Waldviertel ist, das ist schon bezeichnend, nämlich dass es im Rest von Österreich der Zug irgendwo schon abgefahren ist. Ja, die Bauern haben es sehr schwer. Die Bauern sterben ja auch. Das ist ja ein großes Thema in Österreich auch. Und aber die Landwirte werden, ja, sind verführt worden aufgrund von Geld und Förderung und so weiter. Jedoch werden sie, merken sie auch, dass dieses System bauerntechnisch, ja, sie schauen zu, wie die Bauern ja voneinander immer weiter weniger werden. Sie werden minimiert. Und da werden auch jetzt mittlerweile immer mehr konventionelle Bauern, sprich die von der EU gefördert werden, damit wird man ja mit dem Lasso sie einfangen, werden aber auch jetzt immer mehr bewusster. Und ich hoffe, dass da auch nochmal ein Ruck durch Österreich geht, denn was wir alles auf den Feldern haben in unseren Nahrungsmitteln und dann auch in einer Kette von unser Trinkwasser und so weiter geht, brauche ich jetzt hier nicht erläutern und weiter erklären, ist sicherlich keine gute Art wie Glyphosat, dieses Spritzmittel und vieles andere auch. Die Böden sind ja tot, kann man sagen, keine Regenwürmer. Jedoch gibt es die Lösung mit Mikroorganismen, das wurde auch dort angesprochen, alle Böden wieder herzurichten. Dafür müsste nur der Bauer offen sein und ja, ein bisschen mehr Verzicht machen und auf andere neue, praktisch auch ursprungsmäßig, wie es früher war, mehr auf Bio gehen. Früher war ja alles Bio, so sage ich mal, heute muss man Bio ja definieren. Na gut, ist ein anderes Thema, Leo. Ja, aber es passt schon noch dazu, weil man braucht sich nur, ich habe jetzt während du gesprochen hast, habe ich mir vorgestellt, wie wäre es denn in Österreich, wenn plötzlich die USA aus irgendeinem Grund Sanktionen verhängen würde? Wenn Sanktionen heißt, dass der ganze Kapitalmarkt ins Stocken kommt, dass es keine Kredite mehr gibt, dass die Leute nicht mehr wissen, woher sie das Geld nehmen sollen, nachdem diese Abhängigkeitsverhältnisse von den transnationalen Unternehmungen schon da sind. So, wenn die wegfallen, dann taucht zumindest vorübergehend, bevor dann vielleicht ein anderes System Platz greift, aber vorübergehend ist das die Situation, wie sie im Augenblick in Venezuela besteht, wie sie in all diesen von den USA bestraften Ländern besteht. Und das ist ganz entsetzlich, wenn man keine Medikamente mehr bekommt, sogar man dann die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, weil viele der eigenständigen landwirtschaftlichen Betriebe haben sich dem Tourismus hingegeben, und wenn der Tourismus einmal wegfällt, wovon leben dann die Leute dann? Also das ist es. Bei uns ist es noch nie, noch sage ich jetzt, vielleicht wird es nie sein, hoffentlich, so weit, dass also Sanktionen verhängt werden, aber man möge sich vorstellen, dass in weiten Teilen dieser Welt, also Kontinente,
jetzt von diesem Wirtschaftskrieg betroffen sind. Auch China gibt es ja diesen Schlagabtausch, der im Augenblick stattfindet. Ja, die 23% sind eigentlich eine momentane Grundlage für Österreich, um Österreich zu versorgen letztendlich. Und siehe Griechenland, muss ich jetzt einen Schweifer machen. In Griechenland waren ja die Schulden so hoch, dass ja kaum noch Geld vorhanden ist und der Tausch und die Bevölkerung untereinander mehr wieder zusammenrückt und ja altertümlich anderweitig versucht, sich über Wasser zu halten, so darf man das sagen. Wie siehst du überhaupt die ganze Lage im Iran nochmal dazu? Wie denkst du, schätzt du den Iran überhaupt ein? Iran ist ja auch ein nicht zu unterschätzender Staat, der sicherlich sehr hochgerüstet ist mit modernster Militärausrüstung. Ich hoffe, sie wird nie zustande kommen. Und der Iran hat ja, soweit ich weiß, auch zu Russland Kontakt, Kooperationen, denke ich. Wie siehst du die Haltung? Traut sich denn wirklich der Amerikaner, wie ich gerade schon sagte, von der Schweizer Morgenpost aus, Trump sei genötigt worden, Krieg zu führen? Krieg kann nie eine Lösung sein. Das wissen wir. Macht nur Schaden. Wie denkst du, schätzt du diese Weltlage des Iran ein? Ich meine, er wird sicherlich nicht den Anfang machen, zumal ja auch der Iran in seiner Geschichte so gut wie nie einen Krieg angefangen hat. Wie siehst du diese Sachlage? Also, ich bin kein Iran-Experte, ich war auch noch nie im Iran. Aber ich kann so ein paar Anekdoten erzählen, die etwas, die signifikant sind. Auf der einen Seite, zu Jahresbeginn, ruft mich jemand an, ein Freund, mir sagt, der Führer der Mujahideen, iranischen, kommt nach Wien und ob ich ihn sehen will. Und natürlich immer sehr interessant, vor Ort Neuigkeiten zu bekommen und so. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, weil ich ihm gefragt habe, wie kann man ihnen helfen oder so. Er sagt, nein, ich komme nicht als Bittsteller, sondern nur um ihnen zu sagen, dass dieses Jahr das Regime der Mullahs zusammenbrechen wird. Aus wirtschaftlichen Gründen. Ich habe ihn sehr mit unglaublichen Augen angeschaut, aber er hat das mir so gesagt, dass die wirtschaftliche Situation im Iran auch schon unabhängig von den Sanktionen ziemlich schlecht gewesen ist. Zweite Anekdote, es gibt eine sunnitische Minderheit, die Perser sind ja Schiiten zum überwiegendsten Teil, aber es gibt eine sunnitische Minderheit und die haben mich eingeladen zu einer Konferenz, wo sie dargestellt haben, wie sie von dem Regime der Mullahs gegeißelt werden, im wörtlichen Sinne, verfolgt und Gefängnisse und Morde und alles Mögliche und haben mir ihre Perspektive über den Iran gesagt. Es wäre ja irgendwie wünschenswert, und ich habe mir gedacht, dass mit dem Präsidenten Rouhani eine Öffnung Platz gegriffen hat im Vergleich zu Ahmadinejad und anderen, die vor ihm gewesen sind, also sozusagen eine Liberalisierung.
die wird jetzt natürlich hintangestellt aufgrund des Druckes und der Sanktionen der USA. Die jetzt Oberwasser be bekommen im Iran, sind eher die Hardliner und nicht die, die auf eine Veränderung abgezielt haben. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, warum man gegen diese Sanktionenpolitik sein muss, weil es eben gerade das Gegenteil von dem, was angeblich intendiert wird, das Gegenteil bewirkt. Ja, da gibt es ja auch ein Interview von KenFM, hat ja den Präsidenten damals interviewt und die Medien haben ganz anders hier in Europa darüber berichtet. Meine Frage, was denkst du, kann man den Iran heute noch bedenkenlos bereisen? Ja, ich spreche immer wieder mit Leuten, die dort waren und heil zurückgekommen sind. Man muss natürlich wie überall vorsichtig sein und vor allem schauen, dass man. Ich würde in alle diese Länder jetzt nicht so reisen, wie wenn man, sagen wir, an die französische Riviera oder nach Grado oder nach Caorle in Italien fahrt, einfach so herumkutschieren, so frei. Das würde ich niemandem empfehlen, sondern das Wichtigste ist, dass man eingebettet wird, egal durch wen, aber durch jemand von der Bevölkerung, die sich auskennen und die wissen, worum es geht und die einen begleiten und wenn irgendetwas passiert, auch einen verteidigen können in der Landessprache und so, das ist schon wichtig, dass man nicht so aufs Geratewohl hinfährt. Ja, einen guten Bezug zu dem Land haben, Menschen kennen. Dankeschön. Wir haben einen Gast da, Leo Gabriel, das ist der Marc und ich bin gespannt, was er zum Thema heute Abend zu sagen hat. Guten Abend, Marc. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe jetzt fleißig zugehört. Ich wollte mal fragen, Wolfgang Wiedergut, der redet Folgendes zu der Kriegssituation, dass also der Nahe Osten über Europa an das Weiße Haus möchte und in Berlin das Schwert gezogen wird. Kann man das verifizieren? Kann man das sagen, wird das Schwert gezogen? Also sprich, gibt es einen dritten Durchgang? So reden ja die manche Fachleute von Weltkriegen wie einen Durchgang oder kommt der nicht? Und wir müssen mit dem Besten jetzt auch arbeiten, was wir haben. Könnten Sie es ist etwas bildhaft, dass Sie Ja. gesagt haben, das Schwert wird gezogen. Könnten Sie das übersetzen? Ja, ich habe es also fast transkribiert. Laut Wolfgang Wiedergut, man habe mit Bin Laden die Falschen ins Land gelassen. Dann der Krieg im Nahen Osten, weggemachte Regierungen, die Massenzuwanderung, 13 Millionen in Deutschland. Erst sagt er, brennen Vorstädte in Paris, das wäre die Knautschzone Europa, die Straßenbarrikaden. Dann fiele das Weiße Haus und in Berlin würde das Schwert gezogen. Das meint, die Zweite Weltkriege, die wir erlebt haben, die waren heraus aus dem Spalt Frankreich-Deutschland. Und wenn es wieder zu einem Weltkrieg kommt, dann wahrscheinlich wieder zwischen einem Disput zwischen Frankreich und Deutschland. Also da bin ich mir nicht so sicher. Also was den inneren Schlagabtausch in der Europäischen Union betrifft, die dienen ja alle dem gleichen Gott Mammon und da ist der Unterschied zwischen einem Land als Nationalstaat und dem anderen. Die sind ja alle schon im Zeichen der Globalisierung irgendwo aufgegangen. Was ich durchaus mir vorstellen könnte, ist, dass
die Armut, die es weltweit gibt, auch einzieht in Europa mit verschiedenen politischen Auswirkungen. Wenn wir zum Beispiel Italien jetzt uns ansehen, dann auf der einen Seite dieser Migrationsdruck, der ja für Italien noch stärker ist als für Deutschland. Gleichzeitig die große Wirtschaftskrise, die eine Verschuldung von mehr als 100% des Bruttonationalprodukts beinhaltet. Im Süden ist die Situation relativ dramatisch und da gibt es auch, das ist sozusagen der Übergang zur sogenannten dritten Welt, die wird immer fließender. Und insofern könnte dieses Phänomen auch Europa treffen. Und jeden Versuch, das zu stoppen, glaube ich, ist ein Kampf mit untauglichen Mitteln. Also man kann genauso wie wenig, wie man die Völkerwanderung seiner Zeit hat stoppen können, kann man die auch nicht stoppen. Wir müssten einfach ein grundsätzlich anderes System, sodass wir tatsächlich vor Ort, nämlich in den Ländern des Südens, einen Entwicklungsprozess in den Gang zu bringen, aber das ist ja bisher immer nur Lippenbekenntnis gewesen und ohne wirklich reale Anstrengungen da etwas herbeizuführen. Das weiß ich aus meiner Lateinamerika-Erfahrung, was ist schon in den letzten 40 Jahren an Entwicklungszusammenarbeit passiert. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, weil wenn wir daran denken, dass, weiß ich, das höchste der Gefühle 0,7% des Bruttonationalprodukts für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden sollte, wobei das schon im Fall von Österreich nur mehr 0,32% sind, so ist das ein Klacks im Vergleich etwa zu den Ausgaben, die nicht einmal nur die Supermächte, sondern die Länder für ihre Rüstung ausgeben. Würde man die Ausgaben für die Rüstung in Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich kommen, dann würde die Welt heute anders ausschauen. Ja, die Sicherheitskonferenz in München, Entschuldigung, die hat ja angekündigt, das sind die USA auch immer vertreten, die wollen aufrüsten, ne? Immer noch. Ja. Und der einzige schier mögliche Punkt ist, Europa muss sich mit einer Außengrenze schützen. Ne? Ja, muss Außengrenze schützen, aber das geht eben nicht militärisch. Das ist ja nicht so wie eine Viehherde, die man ganz einfach mit einem Zaun abschotten kann. Das sind ja andere Mechanismen, die da Platz greifen. Und da muss man eben schauen, wie kommt man mit diesem Phänomen zu Rande. Ich glaube nicht, dass das Abschotten die Antwort ist. Das denke ich auch. Marc, ja, bitte? Ja, das ist so, ne? Man muss mit der Situation klarkommen, wie es ist. Hoffen wir halt, dass es friedlich bleibt und dass die Armut nicht so um sich greift. Das ist eben das andere. Ne? Ja, da denke ich, wenn ich es einbringen darf, das liegt ja auch an unserem eigenen Verhalten, auch in unserem Land zumindest. Wir haben ja heute auch schon ein bisschen über die Sachen der Nahversorgung, der Aussterbung von der kleinen Läden und kleinen Unternehmen, Mittelunternehmen gesprochen. Und das liegt an uns Menschen, unser Kaufverhalten auch da die Regionen zu stärken. Selbst dann, wenn eine Krise kommt, ist die Region zumindest gestärkt, Leo. Und ich denke, das ist ein Ansatz in Krisenzeiten.
wir haben jetzt zum Beispiel im Rahmen des Weltsozialforums, hat es immer schon von Anfang an eine kleine Gruppe gegeben, die wenig Aufmerksamkeit erregt hat, die sich eingesetzt hat für das Thema von Englisch Degrowth, also nicht Wachstum, sondern Wachstumsreduzierung in unseren Ländern, weil sie gesagt haben, dass durch das Wachstum erstens einmal die großen Konzerne, die immer stärker am stärkeren Hebel sitzen, bevorteilt sind, aber auch die Umwelt zerstört wird aufgrund der ökologischen Folgen, um die sich niemand kümmert. Deshalb haben sie damals, so vor 20 Jahren, mehr als 20 Jahren jetzt schon, diese Idee gehabt der Wachstumsreduzierung. Und plötzlich, das hat etwas mit der Kampagne gegen den Klimawandel zu tun und mit verschiedenen anderen Phänomenen, ist diese Gruppe plötzlich in aller Munde, auch Wissenschaftler, die sie vorher nur belächelt haben, nehmen sie ernst. Also da gibt es irgendwie schon Anzeichen, dass es jetzt ans Eingemachte gehen könnte. Das hoffen wir nicht, in der Form zumindest, wie wir aus der Vergangenheit Kriege erleben durften. Leider, ich bin froh, dass ich es nicht erleben habe brauchen. Ich möchte auch sowas nicht erleben. Ich denke, keiner möchte das erleben. Und wir sollten mal die Reife haben, Leo, diese Kriege nicht weiter fortzuführen. Hätten wir keine Waffen, könnten wir keine Kriege führen. Dann würden wir vielleicht unsere verbale Mundkraft nehmen. Wir leben aber in den Zeiten der Rüstung und das wissen wir auch. Jedoch sollten wir doch ein bisschen reifer mit und wertschätzender. Ich sage immer, uns Menschen fehlt die Empathie. Der Gerald Hüther sagt immer, ADHS ist ein Krankheitsbild, was es nicht gibt, aber es gibt die Empathie, das E-ADHS, ne, so sage ich mal. Und wir Menschen leiden an einem Empathiedefizit, so sehe ich das. Und da sollten wir doch auch mal in diesem Aspekt mehr Aufmerksamkeit geben, statt den Kapitalmärkten, Human Capital, so darf man das ja auch so nennen. Wir sind ja gar nicht mehr menschlich auf diesem Gebiet. Das Geld hat auch seine Spuren hinterlassen, der Nichtmenschlichkeit, so sehe ich das. Leo, wolltest du noch dazu was sagen? Weil ja, dann so würde ich sagen, machen wir eine Musikpause. Ja, ich finde das, was du gerade gesagt hast, das ist ein wichtiger Punkt. Das mit der Empathie. Ich bemerke, dass die zumindest im Norden, im Süden ist es wieder ein bisschen anders, aber im Norden, dass die Vereinzelung so sehr um sich gegriffen hat. Und das kommt, glaube ich, daher, dass die Firmen den Menschen nur als Konsumentin oder Konsumenten ansehen und wenn jemand einen anderen anruft oder so, dann ist immer die erste, ja, was will der von mir? Was will der für ein Geschäft machen oder sonst etwas? Einfach nur das Zusammensein ist aus der Mode gekommen, um das so zu sagen. Und das ist ein historisches Phänomen, das wirklich in der Weise früher noch nicht vorhanden war. Also in den Ursprungsgesellschaften hat es die Gemeinschaften, die Dorfgemeinschaften oder sonstigen Gemeinschaften gegeben, die Kirchengemeinden, alles das ist uns ja irgendwie abhanden gekommen und was übrig bleibt ist, jeder versucht sich, wie die Amerikaner sagen, an seinen eigenen Stiefeln hochzuziehen und schert sich überhaupt nicht um das,
wie es den Nachbarn oder den Menschen um uns herum geht. Das zu ersetzen, wird schon sehr schwierig sein. Ja, Marc, noch kurz vor der Musikpause, bitte. Das wäre mein Einsatz. Ich habe 500 Holztalerchen gemacht und verteilt an Menschen bis England, bis Israel habe ich die verschickt. An Politiker, an Bäcker, beim Metzger, beim Straßenarbeiter. Die kann man sich im Internet anschauen, diese Holztalerchen und 500 Stück an der Zahl. Und das hat mich zum Verbinden, zum Sozialen, zum nicht mehr isolierten Menschen gemacht. Das ist, nachdem man, also ich sag mal, so ein Nest hat, das also nicht angangen wird, ganz wichtig ist. Ne? Sonst, das ist wie mit Ländern, Handel, Wandel. Der Handel stirbt zuerst, Boykotte kommen zuerst und dann gibt es erst den Krieg. Das heißt, wenn die Handlung passt und ich habe mit 500 Mann eben diese Holzzahlerchen verteilt, dann wird man nicht so ausgenommen aus der Gemeinschaft. Ja, danke dir, Marc. Leo, wir spielen jetzt einen Song ein und dann melden wir uns gleich nochmal weiter. Du hast bestimmt ein paar Termine sicherlich noch, die du bekannt geben möchtest heute Abend. Und vielleicht fehlt auch noch was zum heutigen Thema. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du noch eine Botschaft für uns, was noch für dich wichtig ist. Ich denke, wir gehen jetzt in die Pause und ich habe mal einen ganz alten Song rausgesucht. Das ist die Kristallnacht vom Bab. Kölsch ist das Kölnisch. Sing sie, war in den 80er Jahren ziemlich bekannt und ja, und sag einfach mal Musik ab und die Kristallnacht vom Bab. Bis gleich. Ja, die Kristallnacht, ein ganz alter Song. Bab. Bab war schon damals sehr gut, auch von den Inhalten, von den Texten her. Ja, nicht jeder versteht's. Kölsch halt. Ja, und wir sind heute bei Leo Gabriel zum Thema Sanktionen Ost-West und Donbass. Leo, ja, gibt es erstmal nochmal was ganz Wichtiges von deiner Seite aus, was wir heute noch nicht angesprochen haben? Einmal das und da frage ich dich mal direkt. Ja, also gerade über diese Musik bin ich dazu gekommen, mir zu denken, dass eigentlich so gemeinsame Erlebnisse, Kulturerlebnisse, jetzt war ich zum Beispiel in Berlin und habe einen Nachmittag ein Konzert gehört von Konstantin Wecker und dann anderen. Da passiert schon sehr viel auf dieser Kunstebene der Künstler, die wiederum dieses Gemeinschaftsgefühl in uns wecken. Wir müssen ja schauen, dass wir selbst nicht vor die Hunde gehen, seelisch gesprochen, in all dieser Umwelt, geprägt durch Konsum einerseits und Konzentration von Macht auf der anderen Seite. Und dass man fleißig dabei sein sollten, unsere Netzwerke weiterzuentwickeln. Denn ich glaube, die Geschichte, die gibt mir recht, wenn ich schon seit einigen Jahren gesagt habe, diese Welle von rechts, die es überall gibt, in den USA mit Trump und die Erdogan und die in Osteuropa die Rechtsnationalisten und so weiter, dass die nicht sehr lange dauern wird. Es klingt so ein bisschen wie ein Prophet, aber ich glaube daran und die Geschichte scheint das zu bestätigen. Als Lateinamerikanist fällt mir sofort ein Beispiel ein, nämlich Brasilien. Da ist ja dieser unselige Bolsonaro gewählt worden vor ein bisschen mehr als einem Jahr oder so ungefähr. Und er hat sich so jetzt vergeigt. Noch dazu ist jetzt aufgetaucht, dass der Lula, der
von der Arbeiterpartei, der die Wahlen sicher gewonnen hätte, wenn er nicht im Gefängnis gelandet wäre, dass der zum Opfer einer Intrige zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Richter, der jetzt zur Belohnung von dem Bolsonaro Justizminister geworden ist, das ist jetzt aufgetaucht. Das ist so ein plötzliches Ereignis gewesen, von dem man hier nicht viel gehört hat, aber das war mindestens ebenso wichtig für die Brasilianer wie für uns dieses Ibiza-Video. Und das heißt, diese Entwicklungen können hoffentlich, oder meine ich, kurzlebig, von kurzer Dauer sein. Denn ich habe von keinem dieser Nationalisten, ich habe wirklich Konzepte, Wirtschaftskonzepte, Friedenskonzepte, etwas Vorstellbares gehört. Die kommen ja immer nur an die Regierung und glauben, wenn sie das, was ihre Vorgänger mühsam aufgebaut haben, mit ein paar Federstrichen zerstören, wie eben, weiß ich, der Trump, diesen mühsam ausgehandelten Vertrag mit dem Iran oder die Obamacare, die Medicare, dass er die abgeschafft hat und so. Das ist ja nur eine destruktive, und das merken die Leute. Und je mehr sie das merken, desto mehr wird der Stern von denen im Sinken sein. Nur müssen wir uns vorbereiten, dass dann, wenn es eine Art Vakuum gibt, in Österreich gibt es ja jetzt zum Beispiel dieses Vakuum, das verfassungsmäßig durch diese Übergangsregierung abgedeckt wurde, aber stellen wir uns vor, dass in anderen Ländern, bei uns kann das auch einmal passieren, aber weniger wahrscheinlich, dass in anderen Ländern plötzlich ein Machtvakuum eintritt, dann wären wir eigentlich gefordert zu zeigen, was wir, jeder von uns, in seinem Bereich tut, um zusammen mit anderen, nicht nur allein und nicht nur als Einzelkämpfer, sondern zusammen mit den anderen eine neue Welt entstehen zu lassen. Darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten, denn ich glaube, dass diese Nacht, in der wir uns befinden, von relativ kurzer Dauer sein wird. Ja, da frage ich nochmal den Marc, ob er da noch eine Frage zu hat. Marc, gibt es da noch ein paar Worte dazu von diesen Worten von Leo? Ja, der Weltgedanke, das ist so eine schwierige Sache. Wirtschaftskonzepte und Friedenskonzepte, weltweite Theorie zu einem Machtvakuum, und wie stellen wir uns dann auf? Das ist dann schon also der Schritt, wenn wirklich alles daneben ginge. Also ich hoffe, das passiert nicht, ne? Naja, manches Mal, ich habe mehrere Male in meinem Leben eine Vakuumzeit erlebt. Das war in Paris, Mai 68, wo also der De Gaulle weggegangen ist und die Gewerkschaften alle, das war ein bestimmter Augenblick dort. Ich habe es erlebt, wie der Somoza in Nicaragua das Weite gesucht hat. Ich habe es verschiedentlich erlebt, auch weiß ich,
in der Ukraine, weil wir damit begonnen hatten am Anfang, wo auch die traditionellen Mächte zusammengebrochen sind im Rahmen dieses sogenannten Maidan. In vielen Fällen ist das gar nicht so schlecht, weil die Menschen dann nolens volens dazu angehalten sind, selbst tätig zu werden und nicht sich zu verlassen darauf, dass ihnen irgendeine staatliche Instanz oder irgendein Mäzen oder so ihr Überleben sichert, sondern dass sie selbst dann Hand anlegen müssen, und das fördert wiederum auch meistens so einen gewissen Gemeinschaftsgeist. Also ich habe keine große Angst vor dem Vakuum. Ja, Marc, danke. Und Leo, Termine hast du ja einen heute schon genannt, und zwar am 29.06., das ist ja die Friedensdemo in Ramstein. Und ich habe heute noch einen Bericht gelesen, dass Donald Trump die Drohnen abzieht, mit Angela Merkel gedroht, nach Polen abzuziehen. Hast du von dieser Meldung auch gehört? Ja, gerade bevor wir angefangen haben zu sprechen, aber das ist nur eine News gewesen, kann nichts dazu sagen. Weder ob es stimmt, noch was die Konsequenzen davon wären. Ja, das lassen wir auch einfach mal so stehen. Wir bleiben da am Ball. Leo, was sind denn noch für dich jetzt in naher Zukunft für dich wichtige Termine, die du besuchst? Du bist ja im Weltsozialforum. Wie ist denn bei dir in der nächsten Zeit deine Planung, was du bekannt geben kannst? Also, das ist kein Geheimnis. Ich werde natürlich am 27. in Bali Epstein sein und dort auch eine Rede als Vertreter der Zivilgesellschaft halten. Ich werde dann im Anschluss nach Ramstein zu dem Protest gehen, und am 3. Juli fliege ich nach Rojava in den Norden von Kurdistan, wo eine sehr interessante Diskussion im Gange ist, nach dem Sieg über den Islamischen Staat in all diesen Gebieten, wie kann jetzt auf der Grundlage, wie es eben die Kurden dort haben, von Selbstverwaltung und so weiter, wie kann so eine neue Gesellschaft entstehen? Und da werde ich sehr viel lernen dabei. Bleib aber nur relativ kurz, wie immer, und fliege dann nach Mexiko, wo wir mit dieser Krise der Migrantinnen, da haben eigenartigerweise die evangelischen Kirchen jetzt sehr stark sich engagiert, zu schauen, wie kann man diesen Massen von Flüchtlingen eine halbwegs tragfähige Existenz verschaffen. Und das ist gleichzeitig auch das Land, in dem nächstes Jahr, wahrscheinlich im Frühjahr, das Weltsozialforum 2020 stattfinden wird. Und da gibt es sehr viel Arbeit, weil da geht es ja nicht nur darum, die mexikanischen sozialen Netzwerke miteinander in Verbindung zu bringen, was schwer genug ist, sondern weltweit eine gemeinsame Linie, damit nicht jeder irgendwas anderes sagt, sondern damit man sozusagen auf einem gemeinsamen Strang zieht und eine philosophische Grundhaltung Platz greift, die ähnlich dessen ist, was wir jetzt in den letzten 2 Stunden besprochen haben. Und dann Ende August
bin ich in Ungarn, wo jedes Jahr so ein Sommerseminar stattfindet, der, man möchte es nicht glauben, der Linksparteien in den osteuropäischen Ländern. Also in all diesen gibt es ja Bewegungen, da hört man in Polen und in Rumänien und so weiter, auch in Ungarn selbst, immer wieder von Massendemonstrationen, und dann hört man wieder nichts. Was ist da los? Gibt es einen Prozess, der sich miteinander vernetzt, der einander unterstützt oder so? Gibt es da was? Oder, und da werde ich einiges aus dieser Ecke wiederum erfahren. Und bis dahin reicht meine Planung, weiter geht sie nicht. Danke für die Ausführung. Ich sehe, der Marc möchte noch was sagen. Er hat geflackert mit dem Mikrofon. Marc, bitte. Ja, mich würde mal interessieren, wenn er eine edle Goldmünze auf dem Weltsozialforum 2020 oder Platin oder Palladium, wenn er eine Gedenkmünze bedrucken könnte, was könnte jetzt, wenn er schnell den Schluss hat, auf Vorderseite und Rückseite stehen? Das würde mich mal interessieren. Was könnte auf einer Plakette? Auf einer wertvollen Gedenkmünze fürs Weltsozialforum 2020 stehen, wie Frieden für die Welt. Leo, dein Mikrofon. Nochmal, also, was könnte auf so eine Münze stehen fürs Weltsozialforum? Vorderseite, Rückseite für ein Symbol oder was auch immer, so war die Frage, habe ich verstanden vom Marc. Ja. Es müsste etwas zu tun haben, wo der Friede als Grundlage erhalten bleibt, aber gleichzeitig auch der Wandel in der Gesellschaft mit anklingt. So etwas Friede durch soziale Gerechtigkeit, wenn es nur drei Worte sein sollen, fällt mir jetzt im Augenblick ein. Okay, und ein Symbol oder vielleicht noch ein Wort wie vereinigt euch oder etc.? Da fällt mir ein. Zum Beispiel die Friedenstaube ist ja ein allgemeines Symbol, aber Leo, du wolltest was sagen. Nein, ich versuche nur, mich laut nachzudenken. Man müsste vielleicht auch noch in den indigenen Gegenden wird jetzt sehr viel gesprochen von der Mutter Erde. Und zwar deshalb, weil sie der Erde, der Welt, der Umwelt eine Subjektivität zuordnen, die wir im Westen nie gehabt haben. Also die Rechte der, und zwar als Rechtssubjekt auch, verteidigen wir die Rechte der Mutter Erde. Und das tritt ein bisschen in die Bewegung, die jetzt so stark ist, unter dem Thema Kampf gegen den Klimawandel und Klimaschutz und so weiter. Dankeschön, Leo Gabriel. Und Dankeschön, Marc, für dein Einbringen hier. Ja, Leo Gabriel, dann würde ich jetzt sagen, schließen wir langsam die Sendung. Und ich denke, es war eine runde Sendung mit vielen Informationen, zumindest was auch die Krisen, die Sanktionen zwischen Ost und West und auch andere Hintergründe wir heute beleuchtet haben.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit dir. Ich hoffe, du kannst das erwidern. Und ja, kann ich durchaus. Ja, es ist die Zeit mir wie im Fluge vergangen. Ja, und das ist immer ganz fein. Ich möchte noch einen Sendehinweis machen für Montag, weil wir heute den Donald Trump auch genannt haben. Da ist der tiefe Staat Donald Trump von Peter Denk bei uns das Thema ab 20 Uhr am Montag. Das zu dem Thema. Und morgen geht es hier ganz anders weiter. Da heißt es, morgen kommt die Sieglinde Bichler und der Leopold Bichler, Lebe dich frei. Ein umfassendes Befreiungsprogramm wird uns morgen vorgestellt. Und sie kommen zu mir nach Hause. Dankeschön dafür, Leo. Deine letzten Worte winken wir gemeinsam raus und dann haben wir noch einen Song auf dem Plattenteller und sagen dann einfach Tschüss. Und ich werde dich nachher noch mal kurz anrufen. Hab noch eine kurze private Frage an dich, wenn du noch kurz eine Minute dann Zeit hast. So, und sagen wir Tschüss, oder Leo? Schönen Sommer wünsche ich allen. Danke, danke. Leo, ja, Marc, auch dir. Tschüss. Habt euch wohl. Musik ab und lasst es euch gut gehen. Morgen 20 Uhr wieder auf Okie Talk. Und Musik ab für den letzten Song. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr. Und Christoph und Lolo, eine österreichische Band. Und bis dahin, tschüss.